Am Wasser geboren zu sein, ist eine Gnade. Die teile ich mit Ulrike Ottinger. Wir stammen beide aus Konstanz am Bodensee. Und ab und zu haben sich unsere Lebenswege gekreuzt. Sie liebt den See und das Wasser wie ich. Aber genauso stark zieht es sie in die Ferne. Sie ist in vielen Künsten zu Hause. Malerei, Fotografie und Film. Als Regisseurin erwarb sie sich einen besonderen Ruf. Üppige Fantasie, magische Gestalten, surrealer Stil, exotische Ausstattung, groteske Szenen und ironische Musik prägen ihre Filme. In meiner Schulzeit in den frühen 70er Jahren hieß es in Konstanz, sie dreht einen Film mit Piratinnen und eine chinesische Dschunke wurde gesichtet. Das machte uns neugierig. Frauen und Sexualität war damals das große Thema. Sie erzählte hier mit großem Mut und frechem Witz. Gold, Liebe, Abenteuer, das suchten diese Frauen im Aufbruch. Madame X, eine absolute Herrscherin. Das war ja eine unglaubliche Aufregung, nicht? Als